Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video hier beim Angler auf dem Kanal und heute mit einem besonderen Video und zwar Roomtour 2024. Ist auch schon wieder 2 Jahre her, wo ich das letzte Mal ein Roomtour-Video gemacht habe und ursprünglich war ja der Plan, dass ich jedes Jahr ein Roomtour-Video mache, damit ich euch zeige, damit ihr mich begleiten könnt, wie sich so mein Sammelzimmer im Laufe der Jahre verändert. Vieles ist gekommen, vieles ist gegangen von filmbezogenen Actionfiguren, von Horrorfiguren bis hin zu Masters of the Universe. Jede Menge DVDs und Blu-rays sind gekommen und gegangen. Und ja, ihr seht es ja selbst, es wird immer voller das Zimmer, es wird nicht weniger. Und jetzt dachte ich, jetzt setze ich mich mal hin, jetzt habe ich Zeit, mach mal die Rollos hoch, lass mal ein bisschen Licht hier in das Zimmerchen rein und mach's mal eine Roomtour. Ja, ich würde auch sagen, wir tun gar nicht so lange um den heißen Brei schwätze. Ich denke mal, wir gehen gleich sofort in die Eco-Perspektive, nehmen euch mal mit und dann betreten wir das Zimmer und dann gehen wir mal von links reihum und dann gucken wir uns das mal alles so an, was der Angler hier so stehen hat. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen wie viel Spaß mit dem Video und wenn wir durch sind, komme ich nochmal vor die Kamera. Und dann quatschen wir noch mal ein bisschen. In diesem Sinne, viel Spaß. Horrido. So, liebe Videofreunde, hier betreten wir mein kleines Sammelzimmerchen. Und ja, ich zeige euch einfach mal so eine kleine Rundumsicht und dann gehen wir alles im Einzelnen durch. So sieht das aus, wenn man hier so reinkommt. Und dann, ja, ich muss natürlich im Laufe des Videos gucken, ob das so geht mit dem Licht, weil ich habe die Rollos oben gelassen. Mal schauen, wie das so wird. Das sehen wir ja, gell? So sieht das aus. Und ich hatte ja schon Besuch von einigen YouTube-Kollegen oder Abonnenten und alle sagen dasselbe. Angler, so groß ist dein Sammelzimmer gar nicht. Nein, ist es tatsächlich nicht. Dieses Zimmer ist 5,5 Meter lang und 3 Meter breit. Das war's. Größer ist das Zimmer nicht. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich überhaupt ein Zimmer für mich ergattern konnte. Wenn ich überlege, ich hatte damals meine Sammlung alles damals im Wohnzimmer stehen und das bei einer 100 Quadratmeter Wohnung. Das war natürlich nicht so schön. Man konnte sich nicht so ausbreiten und musste auch aufpassen, was man in die Sammlung hatte. Dann hatte man natürlich irgendwann das große Sammelzimmer und dann konnte alles in die Bude reingestellt werden. Alles, was man kriegen konnte und auch dieses Zimmer hätte sich gefüllt. Selbst wenn das Zimmer doppelt so groß wäre, wäre ich irgendwann auch an das Limit angelangt. Naja, so, wir fangen mal an. Hier links in der Ecke geht's los. Hier ist die Tür, hier komme ich rein. Da haben wir erstmal so ein Lentikularbild. Das habe ich damals geschenkt bekommen von dem Rainer Movies. Rainer, wie du siehst, es hängt immer noch hier. Ich finde das mega cool. Mir gefällt das einfach. Vielen lieben Dank dafür. Ich finde das klasse. Dann hier oben meine treuen Abonnenten aus Anfang meiner YouTube-Zeit, die wissen, ich hatte das Zimmer rundherum 360 Grad komplett mit Filmbilder behaftet. Aber auch da mussten sehr, sehr, sehr viele Filmbilder weichen, weil durch den Figurenwahnsinn war einfach dafür kein Platz mehr. Aber hier die Bilder bleiben. Wenn ich die abhängen muss wegen Figuren, dann mache ich was falsch. Dann muss ich andersweitig irgendwie Platz machen, weil ich bin froh, dass ich die ganzen Bilderchen hinhängen konnte. Die ganzen Bilder habe ich mir, also auf jeden Fall zumindest hier die kleinen. Das ist DIN A4. Die kannst du dir alle, die Bilder habe ich mir ausgedruckt beim DM Drogeriemarkt. Die haben einen richtig hochqualitativen Kodak-Drucker mit Fotoglanzpapier. Und dann drucke ich mir die Bilder aus, habe mir die Bilder aus dem Netz geklaut und ja, und so kann ich mir die dann hinhängen. So, das ist so ein Überbleibsel, der Rest von einem Filmplakat. Das war so ein Poster, was man so beim Mediamarkt mitbekommen hat. Das habe ich dann zurechtgeschnitten, damit das in diesen Bilderrahmen passt. Das wird auf jeden Fall immer bleiben. Ich mag einfach diese ganzen Godzilla-Motive, wie zum Beispiel da oben die Rückkehr des Monsters oder der Urgigant, Duell der Megasaurier, Saurier-Mutanten und Shin Godzilla. Dann geht es hier weiter mit Masters of the Universe und auch diese Bilder alle beim DM ausgedruckt. Ich finde die Motive
Richtig, richtig klasse. Das macht einfach nur Spaß. So, und dann geht das bis hierhin. Und ach komm, wir machen noch gerade weiter. Da haben wir noch Bud Spencer und Terence Hill. Dann haben wir hier noch Gremlins, Critters, Buddy Hau den Lukas und eine etwas andere verstörende Art von Zurück in die Zukunft. Sicherlich erkennt ihr die zwei Pappnasen, weil das sind ziemlich die dümmsten Gurken der Film-Community. So, dann einmal wieder zurück. Dann fängt es natürlich an mit Masters of the Universe. Da haben wir die ganzen Versionen von He-Man. Ja, ich sehe gerade, ich mache gerade mal oben das Licht aus. Das blendet ziemlich alles. Ja, so wird es vielleicht ein bisschen besser gehen. Oder aber sogar, ja, ich denke mal, es funktioniert so. Das Licht spiegelt. Ich mache mal gerade hier einen kleinen Cut. So, ich denke mal, so ist schon ein bisschen besser. Ich habe mal ein bisschen eine Rolle runter gemacht. Ganz ohne Spiegelung klappt es einfach nicht. Ich habe mal das Oberlicht ausgemacht und mit dem Rollo wird es doch ein bisschen besser jetzt. So, da geht es dann los mit den ganzen He-Man-Varianten. Der He-Man aus der ersten Wave auf US-Karte, dann mit Vintage-Head und natürlich die vier He-Männer aus diesem Vierer-Set. Ihr seht es ja, also ganz ohne Spiegelung geht es leider nicht. Das hat es halt so in sich mit den ganzen Acrylkästen von Sora. So, auch hier eine großartige Figur, New Adventure He-Man aus diesem Viererpack, als auch die Netflix-Variante mit einem etwas besseren Körper, wo die Proportionen besser stehen vom Oberkörper zu den Beinen. Dann von Neo Vintage ein Robot He-Man und natürlich die vier Custom-Figuren von dem großartigen Carsten, Master Early und dem Jürgen Pocking Joe. Nochmals tausendmal Dank für die Gelegenheit deren Figuren. Dann haben wir noch eine schöne filmbezogene Figur. Mein Pinhead von Mezco Toys. Das ist die einzigste Filmfigur, die noch hier im Zimmer steht. Und die wird auf jeden Fall niemals weichen. Ich bin froh, dass ich die habe. Ja, Gott sei Dank habe ich damals nicht mehr gekauft. Dann hätte ich noch ein größeres Problem. Dann wüsste ich irgendwann gar nicht mehr, wohin mit dem Ganzen. Mit dem ganzen Zeug. Dann das Vierer-Set. Das war ein Theater, wie ich das im Internet gefunden habe und hingefahren bin. Das war abends eine Autofahrt unter der Woche von 5 Stunden, weil ich im Stau stand, weil es einfach so günstig war, weil ihr wisst ja alle, wie das so gehandelt wird. Das ist abnormal, ekelhaft, pervers. So, dann haben wir noch einen einzelnen Adam da stehen und dann die ersten Figuren von der Cartoon Collection. Dann haben wir hier noch einen King Randor von Funko Pop. Ja, ich habe auch Funko Pop Figuren. So, dann gehen wir wieder zurück und dann geht's los. Das erste Fach mit den großen Hardboxen von 84 und wie ihr seht, ich habe die alle nach Label sortiert. Ich mag das einfach, wenn das so einheitlich nebeneinander steht und egal was auch, wie auch immer, 84 hat alles richtig gemacht. Egal, ob es eine Blu-ray ist oder eine DVD, die sind dem Stil immer treu geblieben. Und alles steht so nebeneinander und das gefällt mir richtig, richtig gut. Es wird auch demnächst ein Verkaufsvideo geben, wo ich große und kleine Hardboxen abstoße, als auch Mediabooks und eventuell ein paar Steelbooks, weil ich einfach zu viele Filme doppelt und dreifach in der Sammlung habe. So, dann kommen wir hier noch, haben wir noch ein paar NSM-Dinger. Ja, leider nur 4 Stück. Und dann kommt jetzt diese ganze Anolis-Geschichte, die ganzen Godzilla-Hardboxen. Da bleibe ich immer noch nach wie vor, da bleiben alle Variationen in der Sammlung, weil dafür bin ich doch zu sehr ein kleiner Godzilla-Fan. Dann die ganzen X-Rated oder X-Hardboxen mit ganz skurrilen Titeln. Viele Titel gar nicht geschaut oder viele Titel inzwischen schon abgegradet auf Blu-ray. Aber wenn ich jetzt hier mal so drüber gucke, ich glaube, davon gibt es, glaube ich, gar nichts auf Blu-ray. Ja, und dann geht es hier weiter. Noch so 2 letzte XT-Video-Hardboxen. Ein paar habe ich schon abgestoßen. Und ja, und dann geht es so bunt gemischt weiter. Und ganz am Schluss diese riesengroßen Retro-VHS-Editionen von CMV. Diese Monster-Hardboxen. Mega cool. Ja, Gabba Invasion der fliegenden Bestien ist so ziemlich der beste Titel aus der Reihe. Krieg der Infras, das ist schon Trash vom Allerfeinsten.
So, dann habt ihr ja vor kurzem meine Sammlungs-Overview gesehen. Hier sind meine kleinen Hardboxen von Anolis, CMV Trash Collection, CMV Standard, XT Video, X-Rated, Reloaded, Blood, was weiß ich, wie das alles heißt. Dann hier von Retro Films, ich meine, heißt das so Retro Films? Ich glaube schon, gell? Dann noch so ein paar X, XCess 84 und ja. Dann geht es hier weiter mit meinen Mediabooks. Da fängt es natürlich an mit 84. Da bin ich echt froh, dass ich das so, ja, dass ich so viele mittlerweile habe. Die machen schon echt Spaß. Ne? Auch hier, genauso wie bei den großen Hardboxen, 84 bleibt ihrem Stil einfach weiterhin treu, egal ob es eine Blu-ray oder eine DVD ist. Es ist immer alles schön einheitlich. Das gefällt mir einfach. Dann kommen einige von NSM, CMV. Nur drei von XT Video, ja, bisschen Anolis Gedönse und dann die ganze Piru Lefou Sache, Ausgabe 1 bis Ausgabe 34. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt mittlerweile sind. Ihr seht es ja selbst, die letzten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Dinge noch nicht mal ausgepackt. Ja, dann noch so. Ja, so ein bisschen gemischt von den verschiedensten Labels nochmal ein paar weitere Mediabooks. Da gibt es zum Beispiel hier so Mediabooks, so ganz billige 0815 Mediabooks, inhaltlich vom Mediabook absolute Grütze, aber stellenweise sehr, sehr, sehr interessante Filme, ne? Wie zum Beispiel Metal Beast, kenne ich noch damals aus der Videothekenzeit. So, dann geht's los mit Steelbooks. Steelbooks habe ich tatsächlich sortiert nach Alphabet. Das ist aber auch das Einzige, was ich an Film sortiert habe nach Alphabet. Weil für die ganz normale Keepcase-Standard-Variante kommt das für mich gar nicht in Frage. Weil wenn sich da zu viel verändern sollte in der Sammlung und ich habe da keinen Bock, mal so von letzt auf gleich so 1900 Blu-rays zu verschieben. Nee, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, bei den Steelbooks wurde ich stellenweise auch zu einem Verpackungssammler. Wenn man sich hier so anguckt, Godzilla, so ziemlich alle Godzilla-Steelbook-Varianten sind hier vor Ort, als auch hier von Spider-Man, von Homecoming zu Far From Home oder No Way Home, haben wir so ziemlich alle Cover-Varianten. Das macht mir schon Spaß. Also Marvel und Godzilla, das ist so, ja, das gefällt mir einfach. Da habe ich einfach Spaß mit. Ja, Steelbooks. Ein richtig tolles Sammelmedium, aber auch, was manchmal einem echt wirklich einen um den Verstand raubt. Je nachdem, wo du bestellst, kommt stellenweise eine Scheiße hier an. Dann sind die verdrückt, zerbeult, haben Dellen drin. Viele Leute haben sich von den Steelbooks entfernt. Also die sammeln die nicht mehr, weil die keinen Bock mehr haben mit dem ganzen Ärger. Naja, was willst du machen? Geschmäcker sind halt verschieden. So, da haben wir noch ein bisschen Wicked Vision, dann Phantasm, also das Böse, die ersten vier Teile. Den fünften Teil besitze ich nicht, also nicht im Mediabook, weil den brauche ich nicht. Dafür will ich nicht so viel Geld ausgeben, weil der fünfte Teil ist für mich Schmutz. Ich mag den absolut nicht. So, dann so ein kleines Highlight in der Sammlung. Die Kaiju Classics, ich habe sie alle bis auf U4000, das war mit Abstand der schlechteste. Der war richtig grottig, mir hat jemand ein mega Angebot gemacht und ich habe tatsächlich U4000 aus meiner Sammlung verkauft. Ich habe dafür über 200 Euro bekommen und ich denke mal, das hätte so fast ziemlich jeder gemacht, weil wirklich der Film ist überhaupt nicht gut. Der gefällt mir gar nicht. Ich habe den einmal gesehen, wie ich mir den gekauft habe und seitdem nie wieder einen Player gehabt. Und ihr seht's, guckt euch mal die Anglerschlampe an. Ich habe hier Staub, aber besser Staub wie Rost. Ich höre immer wieder von Gruselgeschichten, dass diese Kaiju Classics Steelbooks rosten würden. Ich würde mal sagen, dann weiß ich nicht, macht ihr vielleicht was falsch? Ich habe keine Ahnung. Also wenn die Steelbooks rosten, das ist nicht so schön, dann solltet ihr euch mal einen Raumentfeuchter holen oder irgendwas. Irgendwas müsst ihr auf jeden Fall ändern, weil bei mir ist noch kein Steelbook gerostet. Aber ich habe auch schon Geschichten gehört, trotzdem die Steelbooks eingeschweißt sind oder eingewickelt in Folie würden sie sogar rosten. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach so rostet es was nicht. Zu Rost gehören immer so ein paar Sachen. Also wie gesagt, da gibt es ja diesen einen Sammler,
Der hat da seine Sammlung unten im Keller. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der hat auch jede Menge Abonnenten. Von jetzt auf gleich war der da. Der hat auch so, der hat auch Rost an der Steelbooks, wo ich mir denke, okay, dann sollst du dir vielleicht mal langsam was überlegen. Das sind die Snapper Case. Ich habe zwar nicht so eine mega Sammlung wie der Movie Picker in Sachen Snapper Case. Ich habe nur noch das als Snapper Case, was ich nicht in der Keep Case habe. Tatsächlich, das, was ich später in der Keep Case bekomme, da kann dann definitiv die Snapper Case Variante weichen. Dann habe ich jetzt vielleicht eine Frage an euch. Wer von euch kann mir diesen Film organisieren in der Keep Case Variante? Weil ich würde gerne diesen Film dem Oliver schenken, weil der Oliver, der braucht diese Snapper Case noch, die hat er nicht, weil der Olli hat so ziemlich in der Film-Community die größte Snapper Case-Sammlung. Ist der Wahnsinn. So, hier haben wir noch so ein paar Schutzhüllen von Blue Steels für meine Blu-rays. Die habe ich immer in so wunderschönen Schutzhüllen drin. Hardcover-Schutzhüllen kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Da hole ich mir immer regelmäßig so ein 60er-Pack. So, und dann noch so ein paar vereinzelte Mediabooks. Das war es auch im Großen und Ganzen. Hier haben wir noch die letzten paar VHS-Tape-Editions, weil da habe ich auch sehr, sehr viele weggemacht, verkauft, weil das sind alles Filme gewesen, die ich schon andersweitig in der Sammlung habe. So, und da, was haben wir hier? Leere Fächer. Der Wahnsinn, dass es sowas noch gibt. So, und dann haben wir noch so ein paar vereinzelte PlayStation 4-Spiele. Die meisten Spiele stehen unten im Wohnzimmer, wo ich auch am Zocken bin. So, jetzt haben wir schon die ersten 15 Minuten rum und ich glaube, wir machen hier da gleich mal einen Cut und wir machen daraus eventuell einen Zweiteiler. Ja, so, wir gehen dann jetzt mal hier an die Vitrine. Hier stehen meine Masters of the Universe Figuren. Aufpasse, da unten ist noch ein Bild, das will ich wieder aufhängen. Das hing die ganzen Jahre hier, musste dann weichen, weil ich eine Vitrine noch hingehangen habe, beziehungsweise ein... wie nennt sich das denn? So ein Sammelkasten, Schaukasten, da kommen wir aber später noch dazu. So, da ist noch ein großartiges Bild, das habe ich damals bekommen von dem, wie hieß er dann? Der Nackenbeißer, genau, das ist ein Bild, das hatte mir der Nackenbeißer geschenkt, ein treuer Abonnent, und das habe ich eingerahmt, das hing eigentlich jahrelang hier und das möchte ich auch ganz gerne wieder hinhängen. So, hier geht es los. Das erste Fach, lauter He-Männer der verschiedensten Variationen, alles aus dem Masterverse-Imperium. Hier steht noch so eine einzelne Vintage-Figur und ich glaube, ich werde meine Vintage-Figuren vom Dachboden wieder runterholen. Ich werde die noch dazustellen, weil, das Problem im Platz halt. Wenn ich da ein paar verkauft kriege, habe ich auch wieder Platz. Da kommt vielleicht nochmal eine Vitrine hin oder so. Ganz hin in den Eck, der King Grayskull vom Masterverse, der He-Man aus dem Doppelpack. Und ihr seht ja, die ganzen Masterverse-Variationen, kann man mal machen. Hier steht nur eine einzelne Origin-Figur. Ja, und dann geht es hier unten ein Fach mit lauter Skeletors. Ich denke mal, so mittlerweile haben wir genug Skeletor-Varianten. Es reicht eigentlich mittlerweile. Hier vorne haben wir noch einen einzelnen Vintage-Skeletor. Es ist nicht der schönste, nicht der beste, aber ich habe auf jeden Fall noch einen. Ne? Ich finde den große Klasse. Und ich denke mal, sowas sollte man eigentlich in der Sammlung stehen lassen, gell? So, hinten die Vitrine, die hat normalerweise einen Spiegel drin gehabt, aber... das hat die Vitrine irgendwie immer ein bisschen dunkel gemacht durch den Spiegel. Warum das so war, halt ein bisschen blöd. Ich bin dann hingegangen, habe einfach die Vitrine von innen tapeziert. Habe einfach eine Tapete dahingehängt und schon ist die ganze Sache aufgehellt. Auf jeden Fall heller. Ne? Oder ich habe da hinten im Hintergrund so ein paar alte VHS-Kassetten stehen. Hier sind noch weitere Charaktere der Masterverse-Reihe. Revelation, New Eternia und was es da alles so gab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Masterverse-Figuren müssen sich echt nicht verstecken. Die sehen richtig gut aus. Dahin die Dark Lynn, das war ja Mattel exklusiv. Oder hierhin das nächste Fach, da die Vigor-Typen, auch Mattel exklusiv. Hinten noch so ein paar VHS-Kassetten und dann noch ein paar New Eternia Masterverse-Figuren. Richtig große Klasse. Dann noch Revelation. Fisto und Revelation Mossman und noch eine VHS-Kassette. Auch hier unten VHS-Kassette mit Revelation und New Eternia-Figuren.
auch alles von Masterverse. Es ist auch manchmal gar nicht so einfach, wenn man hingeht und das alles so aufzählt, die ganzen Toylines und dass man da nicht durcheinander wird, ist der absolute Wahnsinn. Hier den ganz normalen Revelation Beastman mit der übrig geblieben New Eternia Beastman Dingens da an. Also, dass man da nicht durcheinander wird. So, dann haben wir noch so ein paar vereinzelte Figuren von Masterverse, ne? Und noch so zwei Origin in der Verpackung. So. Gut. Dann zeigen wir das hier noch und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Schnitt. Dann machen wir einen Cut und dann müssen wir in zwei Teile herausmachen, weil sonst wird das zu lang. So, Setzkasten. Das war eben das, was mir so gefehlt hat. Sekündchen, ich muss mir gerade mal was holen zum Öffnen, sonst spiegelt das. So, da muss ich dann mal hier aufmachen, weil sonst spiegelt sich das alles zu sehr und dann kann man das alles sehr, sehr, sehr schlecht filmen. Ich bin ja ein kleiner Fan von diesen Mega-Constructs oder inzwischen heißt es ja nur noch Mega, bin ich ein kleiner Fan von der ganzen Sache und hole mir die ganze Klamotte da in die Sammlung rein und baue das auch mit Begeisterung auf. Und dann habe ich gedacht, ich habe so viele Figuren mittlerweile, davon hole ich mir auf jeden Fall meinen Setzkasten, wo ich die dann alle da reinstellen kann. Und selbst da gibt es schon mittlerweile jede Menge Variationen an He-Man-Figürchen. Ihr seht es ja selbst, das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt mittlerweile schon 5 He-Mans und ein Adam, Mini-Comic Adam, ne? Oder genau dasselbe mit Skeletor. Haben wir mittlerweile schon 6 Skeletor-Varianten. Also es gibt inzwischen schon viel, viel mehr, aber ich habe im Moment nur diese. Mir fehlt auch noch dieses Battle Pack, dieses erste Battle Pack. Das hätte ich ganz gerne noch. Dann haben wir hier den Man-E-Faces und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Detailgrad an diesen Figuren ist großartig. Wirklich, es gefällt mir richtig gut. Das macht richtig Bock, das macht richtig Fun, die zu sammeln und aufzubauen. Mega. Hier haben wir noch so ein paar. Ah ne, hier geht's ja weiter. Dann haben wir noch Webstore. Selbst Webstore gibt es schon mittlerweile 2 Varianten. Und dann haben wir noch Scareclaw. Gibt es auch mittlerweile 2 oder 3 verschiedene Varianten. Ich habe da so langsam ein bisschen den Überblick verloren. Und vor allen Dingen gibt es auch von jeder Figur auch die Mini-Comic-Variante. Ihr seht es einmal hier an Triklops, als auch hier oben mit den Roboto. Gefällt mir alles sehr gut. Und dann haben wir noch so ein paar Gerätschaften. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das hier geschlossen und geöffnet kriege, weil ich kriege das am besten hier mit dem Teppichmesser geöffnet und geschlossen. Ist aber erst nicht so schlimm, so oft macht man das hier nicht auf. So, dann geht es hier oben weiter, dann haben wir die Sorceress, einmal die aus dem, ihr merkt es, ich werde echt durcheinander. Aus dem Grayskull Set und dann nochmal aus diesem anderen Set. Naja, gut, dann haben wir die She-Ra, Queen Goddess, die Teela, den Man at Arms, den Orko und auch Merman haben wir schon 2 Variationen und selbst Trapjaw gibt es schon 3 verschiedene. Einmal Mini-Comic, dann auf Einzelkarte und dann einmal, weiß ich gar nicht mehr, wo der her war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Dann haben wir Sodek, dann haben wir noch ein bisschen Platz, tatsächlich. Und dann geht es hier weiter mit einem großartigen Hordak. Also der ist ja wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wie gesagt, der Detailgrad ist schon mega. Guckt euch einfach nur mal das Gesicht an. Fantastisch. Slime Pit He-Man, Ninja von dem Eternia Set, wo ich sehr, sehr enttäuscht bin. Und Evelyn und Whiplash. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal hier einen Cut. Und dann machen wir einen zweiten Teil. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich komme noch mal kurz vor die Kamera. Ja, liebe Videofreunde, ich muss jetzt leider mal einen Cut machen. Ich werde daraus definitiv einen Zweiteiler machen. Keine Angst, ich lasse euch nicht lange warten mit dem zweiten Teil, weil es würde einfach zu lang gehen. Das Video würde einfach zu lang gehen. Ich glaube, wenn ich fertig wäre, würde das Video über eine Stunde gehen. Und deshalb habe ich mich entschlossen, ganz spontan, dass ich einen Cut mache. Und im nächsten Video geht es nahtlos weiter. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wie gesagt, die Anordnung und die Präsentation der ganzen Klamotten ist natürlich immer Geschmackssache. Der eine würde das so machen, der eine würde das so machen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen.
Und ja, so ein Roomtour-Video ist stellenweise gar nicht so einfach. Ihr habt es gemerkt, da waren einige Schnitte drin, weil ich habe leider in diesem Zimmer zwei Fenster drin. Und je nachdem, welches Fenster der Rolle oben ist oder unten ist und Oberlicht an, kein Oberlicht an, das blendet sich dann. Das blendet sich in den ganzen Plastik, sei es jetzt eine Acrylbox, sei es jetzt ein Blister oder eine DVD im Blu-ray, es spiegelt sich alles. Und deshalb war es stellenweise für mich wirklich gar nicht so einfach, das so abzufilmen, ohne dass sich das spiegelt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Egal. Und ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, dass ich 2025 auch wieder dazu komme, eine Roomtour zu machen. Und vielleicht sind es in der Zeit, vielleicht sind es dann auch nächstes Jahr zwei Zimmer. Ich weiß nicht. Und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Filmangler. Horido! Das ganze Gehirn weggelutscht. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel verändert dich. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ich komme wieder. Sardine? Ihr Biajedo, Schweinebacke. Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber.